Also ich bin Stefan Oechsle und gemeinsam mit dem Marc Lehnertz, Geschäftsführer der Enerquin GmbH, sind in der Situation, dass wir sehr viele Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen überwachen und auch betreuen natürlich. Und in der Überwachung haben wir nicht die Information im Detail, die uns erlaubt, den Zustand der Maschinen zu beurteilen. Und da erhoffen wir uns von der KI die Unterstützung, den Zustand der Anlagen besser beurteilen zu können. Mein Name ist Ramona Holland. Ich arbeite derzeit in einem Projekt zur KI-basierten Wartungsoptimierung an Blockheizkraftwerken an der Hochschule Biberach. Das ist im Förderaufruf KMI-Innovationswettbewerb vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Und wir sind da der Konsortialführer. Und unsere Projektpartner sind unter anderem als KMU in Enerquin und Mondas, aber auch noch eine andere Hochschule, die Hochschule Ravensburg. Im Projekt geht es um die Wartungsoptimierung von Blockheizkraftwerken. Da die sehr dezentral angeordnet sind, ergibt sich dadurch ein hoher Aufwand und man hat nie den tatsächlichen Zustand, wenn man nicht hinfährt. Mein Name ist Janik Talinak, ich arbeite bei der Firma Enerquin und ich bin Projektleiter bei dem Forschungsprojekt innerhalb der Firma. Ich bin zuständig, dass man hier am Teststand alles organisiert und plant und die Fehler einbaut. Und dass wir eine automatisierte Messung von den Fehlern hier durchführen. Ich mache unter anderem Koordination, aber auch sehr viel Inhaltliches. Eben um die gute Datenbasis zu generieren, haben wir uns Sensoren überlegt, zusammen mit Enerquin, die eben auf Fehler zeigen können. Und da setzen wir auf Mikrofon- und Beschleunigungssensoren, da die bestimmte Frequenzen auf bestimmte Fehler hinweisen können. Und das untersuchen wir eben. Diese Technologie, die wir im Rahmen dieses Projektes entwickeln, wird man sicherlich nicht eins zu eins auf neue Anwendungsfelder übertragen können. Aber es gibt, glaube ich, methodische Ergebnisse und diese Ergebnisse werden sich übertragen lassen. Methodisch bedeutet, wir haben es ja bei den Blockheizkraftwerken mit einem Motorraum zu tun. Wir entwickeln spezielle oder wenden spezielle Sensorik an für Geräuschmessungen, Vibrationsmessungen. Und werden diese dann mit KI-Methoden aus. Und diese Verfahren, die wird man sicherlich auch auf andere ähnliche Bereiche anwenden können, weil wir haben in der Gebäudetechnik, in anderen Bereichen, in der Energietechnik viele Anwendungen, wo sich etwas bewegt, wo Geräusche und Vibrationen entstehen. Man denke beispielsweise an Kälteanlagen, man denke an Lüftungsanlagen, man denke vielleicht auch an Windkraft. Für Studierende bin ich überzeugt, gibt es ein ganz großes Betätigungsfeld in dem Bereich Energiewende, weil im Prinzip ein Wechsel von zentraler Energieversorgung hin zu dezentraler Energieversorgung stattfindet. Es geht nicht nur darum, neue Technologie irgendwo aufzubauen, sondern es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen Technologien. Es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt sehr viele Lösungen und das geht bis hin zu Energieeffizienz, Energieeinsparung im Gebäudebereich beispielsweise. Ich denke, das ist eine sehr wachsende und tolle Branche und die auch in Zukunft beständig bleibt, da man eben energetisch noch sehr viel zu tun hat und dort viele Aufgaben in einem breiten Spektrum gibt und da findet man eigentlich immer was, was einen interessiert und man kann auch immer weiter lernen und vor allem die Schnittstelle zwischen Ingenieur und auch ein bisschen IT, dass man auch ein bisschen programmieren lernt bei uns, ist sehr vorteilhaft. Ich habe einfach ein Berufsfeld gesucht mit einer sinnvollen und nachhaltigen Arbeit und auch ein Berufsfeld mit Perspektive und da passt das eigentlich perfekt rein.